Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Ich bin jetzt hier weiter durch die Gegend geirrt und ich habe absolut nichts gefunden. Was ich jetzt auf jeden Fall suchen will, auf jeden Fall, ist der Raum, in dem wir waren. Den Raum, in dem wir waren, wo wir die Schrotflinte gefunden haben. Aber irgendwie... Warum habe ich keine Karte? Ich brauche eine Karte. Mit einer Karte wäre das alles viel einfacher. Und hier bin ich falsch, da bin ich mir ganz sicher. Was ist die Musik? Ich sollte mal etwas leiser drehen. Oh, hier ist offen. Okay, das ist doch schon mal gut. Bergen Street, Hazel Street, Hazel Street. Ha! Ach, guckt mal da! Seht sich einer das an! Können wir da wirklich rein? Oh Gott, ich speichere mal. Speichern, so, überschreiben, raus. Gut, jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert. Wir hier rein können. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay, das war jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen Fail. Ein kleines bisschen vielleicht. Laden. Das war jetzt nicht so toll. Gut, probieren wir es nochmal. Vorher heilen wir uns mal. Vorräte. Blub. Nutzen wir mal so eins hier. Und so eins, und noch eins. So, das müsste reichen. Und jetzt können wir auch nochmal speichern. Mit vollem Leben. Da haben wir doch dann gleich mal etwas mehr Chancen. Okay, aber ich frage mich, was das Spiel von uns will. Also, wenn wir da dran gehen, bekommen wir gesagt, dass die Tür verschlossen ist. Und dann kommen Mobs. Und die hauen uns um. Oh mein Gott. Geht doch weg, geht weg, geht einfach weg. Oh mein Gott. Boah, sind wir jetzt noch hochgeklettert? Ich hoffe es. Boah, das war ja knapp. Oh mein Gott. Okay, und er bleibt stehen. Und macht uns auf. Und da soll ich jetzt allen Ernstes reingehen. Das ist nicht euer Ernst. Und wie lang zur Hölle ist dieser Zug? Können wir hier rein? Warum können wir hier nicht rein? Was zur Hölle? Wir können... Hier... Irgendwie? Hä? Was ist hier nur los? Vielleicht müssen wir doch von da hinten aus rein. Von jenseits der Tür. Gehen wir mal rein. Ist hier irgendwo eine Tür offen? Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, Tür offen irgendwo? Oh nein! Oh mein Gott. Geht mir weg. Geht mir weg, geht mir weg, geht mir weg. Geh mir doch weg, Alter. Oh. Können wir hier rein, bitte? Verdammt. Ich frage mich, wie zur Hölle wir da reinkommen. Da ist doch eine Tür aufgegangen. Und theoretisch müsste diese Tür doch aufgehen. Geh auf. Das regt mich auf. Stahlrohr. Probieren wir es mal mit dem Stahlrohr. Blub. Komm. Klopp die Tür auf. Klopp sie. Auf. Funktioniert auch nicht. Okay. Okay. So weit, so gut. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Und dahin. Es geht. Und lauf da rein. Auf, lauf, 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 lauf.
da hinten versuchen und gucken, ob da hinten noch eine Treppe nach unten ist. Ja, hier ist eine Treppe nach unten. Hooray. Theoretisch müsste doch hier jetzt irgendwo offen sein. Komm schon. Und wie lang zur Hölle ist dieser Zug? Der unendliche Zug. Yay. Hier rein. Ach, da. Okay, bevor ich da reingehe. Punkt. Der Satz ist zu Ende. Speichere ich mal. Und habe natürlich vorher die Pistole ausgewechselt. Oder ausgerüstet. Weil man weiß ja nie, was einen so in Zügen erwartet. Gut, Heather. Dann geh mal in den Zug. Viel Spaß. So. Gelitten. Und er fährt los. Ich bin gespannt, wohin. Direkt in die Hölle. Na toll, wir sind im Zug. Yay. Oh mein Gott, okay. Da wollen wir nicht hin. Oder ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr da reingehen wollt. Auf dem Boden liegt eine Zeitung. Ist nur Abfall. Okay, da liegt ein Blutfleck, auf dem wir speichern können. Yay. Speichern for the win. Dieses Symbol ist auf dem Boden gezeichnet. Hoffentlich werde ich nicht verflucht, nur weil ich drauf trete. Deine dreckigen Stiefel, Mensch, Heather, die hättest du dir ja wenigstens abputzen können, bevor du da drauf läufst. Sieht ein bisschen nützlich aus. Oh Gott, Gegner. Stirb, 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 stirb. Noch eins? Oh, das ist noch eins. Stirb, stirb. Oh, lad noch, Heather. Oh mein Gott, das hat mich getackelt. Bam. Bam. Hässliche Viecher. Boah. Oh, ich mag die Kamerasicht nicht. Dreh dich mal. Oh mein Gott, wir haben blutige Fußabdrücke. Wie sieht es denn mit unserem Leben aus? Ja, sieht doch relativ okay aus. Speichern. Können wir nicht. Yay. Ist doch wunderbar. Hoffentlich dreht sich jetzt die Kamera sich nicht. Ich scheiße mir gleich in die Hosen vor Angst. Was steht da? Nix. Schön. Oh mein Gott, da kommen noch mehr Mobs. Ja. Oh mein Gott, ist ja größer wie die anderen. Lad nach. Schneller. Das Ding will fliehen. Oh mein Gott, sind die Viecher so hässlich. Oh nein, und die Kamera hat sich gedreht. Warum? Gut, ab ins nächste Abteil. Mal schauen, wie weit das hier noch geht. Bitte, ich will nicht mehr. Was hier? Ich habe Schrotpatronen. Auf die Zeitung? Ja, hallo, da liegt noch was. Willst du das mal aufheben? Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten. Da liegt noch was. Da liegt doch was. Heb das auf. Oder ist das nichts? Das scheint gar nichts zu sein. Och, Mann. Ah, oh nein. Alter, da liegt was. Da liegen Items. Eine Patron für unsere Pistole. Genau sowas brauchen wir doch. Ah ne, das war wirklich nichts zum Einsammeln. Boah, was zur Hölle ist das denn? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Bam! Boah, was bist du denn für ein ekelhaftes Vieh? Stirb! Einfach! Mann, jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es schlägt auf uns ein! Schrotflinte! Schrot, dich weg! Einfach so! Bam! Haha! Boah! Boah, es schl... Oha, es lebt. Bam! Tot? Mein Gott, wie viel hält das Vieh aus? Es ist ja... krank? Willst du bitte sterben?
in die Eier. Ich glaube, das Vieh ist jetzt... Oh mein Gott, es ist immer noch nicht tot. Aber jetzt ist es tot. Zack, 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 zack. Ja, jetzt ist es tot. Puh. Gut. Oh mein Gott. Heather, wo bist du nur hier reingeraten? Ich kann es nicht oft genug sagen. So, hier gehen wir jetzt mal auf Neuladen. So, das ist schon voll aufgeladen. Weiter geht's. Zack, zack. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder so ein komisches Vieh. So ein Riesenmob. Ich würde jetzt gerne mal speichern. Cutscene! Bird! Und es ist stehen geblieben. Yay! Sind wir schon da? Die Tür ist aufgegangen. Schalalalalala. Ich kann durch dieses verdreckte Glas nicht einmal den nächsten Wagen sehen. Ich sehe nur die Schienen. Moment mal, da ist kein Platz für den Zugführer. Wie fährt er dann? Oder ist der Wagen davor schon abgefahren? Wenn ja, dann habe ich das weder gehört noch gefühlt. Es ist jedenfalls sinnlos, noch länger in diesem Zug zu bleiben. Dann lass uns rausgehen, Heather. Aber vorher speichern wir. Bevor wir jetzt da rausgehen und instant sterben. Unbekannte Station. Jo. Ein Graffiti. Das ist ein Graffiti an der Wand. Sie ist so schmutzig, dass ich nichts lesen kann. Na egal. Egal. Speicherpunkt. Egal, wir haben eben gespeichert. Alles ist gut. Und eine komische Sicht. Okay. Okay. Alles ist klar. Alles ist gut. Oh mein Gott, und es geht noch weiter nach unten. Wie weit geht es denn noch nach unten? Wir sind ja bald schon in der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hey, ich mag diese Sicht nicht. Ich will sehen, was vor mir ist. Hallo? Kannst du die Kamera drehen? Dankeschön, Heather. So, da müssen wir rein. Hier sind Mobs. Oh mein Gott, was für ein Sicher. Oh mein Gott. Geh mir bloß weg. Ich renne hier jetzt einfach mal durch. Ohne irgendeine Ahnung, wo ich hin muss. In der Hoffnung, dass ich richtig laufe. Oh mein Gott, da liegt was. Ich habe einen Schlegel. Yay! Ein Schlegel. Sieht heftig aus, das Ding. Gut, Erste-Hilfe-Kasten. Hier scheint nichts zu sein. Rüsten wir uns mal mit diesem Ding da aus. Bam, Schlegel. Wie ein großer, runder, zugespitzter Hammer. Extrem schwer, aber da steckt wenigstens was dahinter. Aha. Wunderbar. Zeig mal. Boah. Ich kann das Ding kaum heben. Okay. Also raus hier. Komische Geräusche, komische Geräusche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hier können wir, glaube ich, definitiv nicht runter. Oh mein Gott. Die Mobs uns einfach mal umstehen. Schon auf. Was da rein? Boah. Leute. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Dab-da-dab-da-dab. Komische Geräusche. For the win. Gut, bevor ich da reingehe, beende ich mal den Part. Oh mein Gott. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Und Heather sagt euch auch ciao. Bye-bye.